Edo Fintech macht erstmal auf Schule, Lehrgang. Man kann traden lernen. Tatsächlich werden aber die Schüler hineingezogen zum Traden und verlieren ihr Geld. Sind sie auch ein Opfer? Dann schauen Sie sich den Film an und lesen vor allen Dingen auch den Bericht auf unserer Webseite dazu. Wichtig, dort stehen viel mehr Informationen, als ich es Ihnen hier geben kann. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Jochen Resch aus Berlin. Thema Edo Fintech. Klingt nach Education in Financial Techniques. Ja, das ist der Aufhänger. Man kann also angeblich lernen, soll aber auch gleichzeitig dann ins Trading einsteigen und wird dann abgezockt. Das ist jedenfalls die Beobachtung, die wir mit unserem Mandanten gemacht haben. Sind Sie auch ein Opfer geworden? Dann können Sie sich bei uns melden. Wir versuchen Ihnen zu helfen. Wir gehen nicht der Spur der Täter nach. Wir machen zwar eine Strafanzeige, aber das ist nicht wirklich zielführend. Denn eine Strafanzeige dient der Bestrafung der Täter, aber nicht zur Wiederbeschaffung des Geldes. Wir folgen der Spur des Geldes und haben damit einigen Erfolg. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich gerne an unter 030-885-9770 oder besser noch, füllen Sie den Fragebogen aus, den Sie auf unserer Webseite finden. Sie bekommen dann von uns eine kostenlose Einschätzung. Wir sagen Ihnen, was wir tun können, was es kosten würde. Und mit dieser kostenlosen Ersteinschätzung haben Sie dann eine Grundlage, auf der Sie dann Ihre eigene Entscheidung treffen können, warum Sie sich uns anschließen wollen.